Hallo zusammen. Buckelwale gelten eigentlich als vollkommen friedliche Geschöpfe. Als eines der Tiere, die Meeresbiologin Nannhauser über 10 Minuten hinweg attackiert, versteht diese die Welt nicht mehr. Nannhauser liebt Wale. Die Expertin für Meeressäugetiere setzt sich seit über 28 Jahren erfolgreich für den Schutz der sanften Riesen ein. Niemals hätte sie mit einer solchen Überraschung gerechnet. Sie liebt es, mit den bis zu 15 Meter langen Tieren zu schwimmen. Elegant bewegt sie sich souverän auch in größeren Gruppen der Tiere. Sie streichelt ihre Wale und wirbt mit den Filmaufnahmen für mehr Verständnis für diese gefährdete Art. Als sie im Oktober 2019 auf einen Tauchgang im Südpazifik in der Nähe von den Cookinseln ging, rechnete sie nicht damit, dass sie in ernsthafte Lebensgefahr geraten könne. Hauser schwamm zunächst frei mit den Tieren, berührte sie und genoss das Zusammensein mit den Walen. Doch dann passierte etwas, was sie in ihrer gesamten Laufbahn noch niemals zuvor erlebt hatte. Einer der Wale drängte sie plötzlich ab. Er hörte nicht auf, sie anzustupsen und zu schieben. Im ersten Moment wertete Nannhauser dies als einen ungewöhnlichen Versuch der Kontaktaufnahme. Sie konnte die Zeichen des Wales nicht richtig deuten. Als der Wal nicht von ihr abließ, geriet die attraktive Meeresforscherin langsam in Panik. Sie wusste nur zu gut, ein Schlag mit der gewaltigen Flosse des Tieres würde ausreichen, um ihr etliche Knochen zu zerschmettern. Die sanften Riesen verfügen über eine unglaubliche Kraft und die bekam sie zu spüren. Obwohl der Wal sie nur penetrant bedrängte und schob, rechnete sie in dieser unbekannten Situation plötzlich mit dem Schlimmsten. In Sekundenschnelle malte sie sich aus, wie die Kamera ihren Tod unter Wasser festhielte und wie das Drama ihres dramatischen Schicksals sich um die Welt verbreiten würde. Als sie aus diesem kurzen Horrorszenario wieder auftaucht und zu sich kommt, schiebt der Wal sie gerade Richtung Wasseroberfläche. Später erfährt Hauser, dass der Wal sie 10 Minuten in den Fängen gehalten hatte. Ihr war es unter Wasser und in Panik wie eine quälende lange Stunde vorgekommen. An der Wasseroberfläche angekommen, sah die Frau, dass der Wal sie direkt auf ihr Boot und ihr Team zugeschoben hatte. Hauser rief ihrem Team sofort zu: "Hey, kommt schnell her, helft mir, der Wal lässt mich nicht in Ruhe und ich habe Angst." Prompt beruhigte sich das Tier ganz so, als habe es Hausers heftige Emotionen nun verstanden. Der Wal blieb trotzdem bestimmt. Zielsicher schob er die Frau weiter in Richtung des Bootes. Kaum war Hauser aus dem Wasser, sahen sie und ihr Team den Grund der vermeintlichen Walattacke. Die Flosse eines großen Hais. Der Wal hatte sie nur retten wollen. Er hatte gewusst, was sie nicht sehen konnte. Hauser brach in Lachen aus. Später berichtete sie, dass sie solch ein Lachen noch niemals empfunden habe. Es war nervös und sie immer noch voller Angst und Adrenalin. Freude und Glück mischten sich mit einer unglaublichen Ehrfurcht vor dem, was sie erlebt hatte. "War mir das wirklich eben passiert?", fragte sich die Walschützerin immer wieder. Obwohl sie Wale schon Robben hatte retten sehen, hätte sie dies nie für möglich gehalten. Nähert sich ein Hai, nehmen die Buckelwale die Robben manchmal schützend unter ihre riesigen Flossen und tragen sie davon. "Ich liebe dich", ruft die ergriffene Biologin ihrem Retter noch hinterher, als dieser wieder abtauchen möchte. Immer noch sichtlich berührt erzählt Nannhauser, die auch die Walhexe genannt wird, im Video von dieser einzigartigen Erfahrung mit ihren besonderen Freunden. So Freunde, was haltet ihr davon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Das war's für heute, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn dir unser Video gefallen hat, würden wir uns riesig über einen Daumen nach oben freuen. Um keine weiteren interessanten Videos zu verpassen, klickt auf Abonnieren und wir sehen uns bald wieder.